Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing von eurem Yuki von einem Rodipet-Paket. Ich habe ja neulich ganz viele Rodipet-Sachen verlost, passend zum Advent. Aber ihr wisst ja, ich wünsche mir hier Hamsterzuwachs und habe dementsprechend mal wieder einiges an Zubehör dort gekauft, was ich jetzt mit euch zusammen öffnen werde. Oh mein Gott, das ist Papier, das habe ich mir schon immer gewünscht. Und, oh mein Gott, ist das viel. Ich schaue mal eben kurz, damit ich euch sagen kann, was für einen Bestellwert ich hatte. Und zwar habe ich für 46,84 € eingekauft. Ich weiß nicht, was ich gekauft habe, aber ich habe für so viel Geld eingekauft, alles klar. Aber was ich hier schon mal sehe, weiß ich auf jeden Fall. Schaut es euch an. Ich hole mal, na, so doch, komm. Ich hole das mal direkt hier raus. Hier haben wir ein Wooden Wheel. Leute, in blau. Warum habe ich mir ein neues Wooden Wheel gekauft? Ich habe nur das Wooden Wheel in der 20er Variante in, hoppala, in braun. So, das quietscht aber ein bisschen. Das habe ich ja damals vor 2 Jahren oder so gekauft. Und ich wollte unbedingt ein schwarzes Wooden Wheel haben. Für das Gehege hier, sonst habe ich nämlich das Rodipet Kork Laufrad. Aber ich wollte kein blaues haben. Warum habe ich mir also ein blaues gekauft? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es hier drin finde, aber ich habe mir eine andere Laufbahn gekauft, also in einer anderen Farbe. Ihr könnt nämlich das Wooden Wheel farblich so anpassen, wie ihr wollt. Also wenn man 2 gekauft hat, kann man zwischen den Farben wechseln, weil man die ganz einfach auseinanderbauen kann und wieder zusammenbauen kann. Also wenn ihr dann stilbewusst und farbbewusst seid, könnt ihr da so alles Mögliche dran möglich machen. Und ja, ich wollte auch mit dem Schwanz haben, das sieht so schön aus. 20 cm für einen Zwerg. Das lasse ich mal am besten hier stehen. Ich packe nur eben das alte weg. Was ist das? Ich glaube, ist das die Rolle? Ich weiß es nicht. Ich packe sie mal direkt aus. Ja, es ist die Rolle. Oh, das, jetzt hätte ich das gewusst. Und zwar, wenn wir hier alles davon weg hätten, so, sehen wir eine rote Laufrolle. Schwarz-rot wollte ich das unbedingt haben, anstatt blau, weil Twinkie hat ja schon ein blaues Wooden Wheel, der, ich glaube, 27er Reihe. Und deswegen wollte ich unbedingt rot als Gegenteil haben. Natürlich, wenn unbedingt blau gut aussehen sollte, ja, aber ich tendiere eher zu rot, ist auch schön weihnachtlich, passt auch und ja, ich glaube, irgendwann habe ich alle Farben davon, dann habe ich alles abgedeckt. Ja, hier wieder das gewohnte Papier. Dann für Twinkie zu Weihnachten eine riesige Röhre. Die konnte man auch bei mir gewinnen. Das ist eine Knabberröhre, schön in weiß-grün. Ich muss ja mal ehrlich sagen, ne? Also, es hätte schon längst von mir ein Weihnachtsgehege-Update gegeben, wenn irgendein Laden bei mir in der Nähe irgendetwas Weihnachtliches für Tiere hätte. Aber nein, gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich wohne, aber ich wohne an einem Ort, wo ich an keine Sachen komme. Und ich wollte einfach nicht im Internet bestellen und ich bin zu jedem blöden Laden gefahren. Hier, Twinkie, das ist für dich. Also Zuschauer, das kriegt ihr im Gehege-Update zu sehen. Also es liegt nicht an mir, es liegt an die Läden, die keinen Bedarf an Tierweihnachtssachen haben, weil die nicht wissen, wie sehr ich meine Tiere liebe und dass die auch was zu Weihnachten kriegen. So. Ach, und größerer Durchmesser. Dann haben wir hier die Knabberern. Die hat Zelda immer so gerne gefressen und ich glaube, Twinkie mochte die auch. Das ist mir aber egal, wenn, dann ist das für die neuen Hamster. Aber finde ich eigentlich, ich finde die total niedlich und Twinkie frisst eh fast alles, weil sie wie ein Mülleimer ist. Dann haben wir hier noch leckere Schmankerle. Also hier die leckeren Schmankerle. Das sind so, wenn ich euch das mal zeigen kann, wer es noch nicht kennt, das sind so leckere Knusper Schälchen, einmal Banane mit Erdnüssen, Twinkie. Das wird ein Weihnachtsgeschenk sein. Also das wird die Kleine zu Weihnachten bekommen. Deswegen wird das auch noch schön verpackt. Und das hier, ebenso ein Schmankerl, ist einmal für, und voilà. Das ist einmal
Blüten. Ich wollte erst das mit den Zucchini und Gurken kaufen, aber ich habe das dann doch gelassen, weil ich halt nicht weiß, ob der neue Hamster das dann frisst oder nicht. Und wegen Zwerghamster, weil die ja nichts Süßes haben dürfen. Und dann ist hier noch mehr. Nein, okay. Dann machen wir das eben weg. So. Und das tun wir auch eben weg. Oh, dann hier haben wir noch Zwerghamster Futter Junior. Oh mein Gott, das habe ich so lange nicht mehr gelesen. Oh mein Gott. Futter für kleine Hamster, die klein sind. Ich weiß ja noch gar nicht, um welchen Hamster es sich handelt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Zwerghamster sein wird. Und da Junior bis zu über einem Jahr geht, habe ich Junior jetzt einfach gekauft. Sollte das Tier aber natürlich ein Senior sein, kaufe ich Senior nach, weil ich jetzt zwei neue Hamster haben werde. Und deswegen wird es nicht schlimm, sollte es ein Hybride sein, werde ich dann noch extra das Hybridenfutter kaufen, werde das dann aber auch noch verbrauchen, weil das jetzt nicht so schlimm ist. Da muss man eben halt auf die Zwischenfütterung achten. Und man sieht schon wieder, ist das Unboxing zu Ende. Nochmal alles hier übersichtlich hingestellt. Ich habe das Bodenfell mal gewechselt und zwar in Rot. Aber ich Schlaumeier habe natürlich total übersehen, dass der Sticker trotzdem blau ist. Aber ich finde, so schlimm sieht das gar nicht aus. Und man hört, natürlich, es rattert jetzt ein bisschen wegen dem Gitter da unten. Es ist schön leise und ich freue mich da schon, einen neuen Bewohner irgendwann drin zu sehen. Ja, und das war jetzt eigentlich der Einkauf. Das ist relativ wenig, aber das meiste hat hier das Wooden Wheel gekostet. Und das ist eine sehr gute Investition, denn meine anderen Wooden Wheels, die halten alle noch super top fit. Ich wollte halt eine andere Farbe haben, muss ja auch alles passen. Und das wird dann nachher noch in den Käfig reingesetzt. Mir fällt gerade, ich habe noch nichts an den Käfig geändert, keine Sorge. Also ich habe da weder dran gearbeitet, noch was Neues gemacht. Es ist ja auch kein Hamster bis jetzt in Aussicht, leider. Weder von der Hamsterhilfe noch sonst wo, worauf ich eigentlich auf eine Nachricht warte. Aber dennoch, sitze ich hier ohne Hamster. Natürlich habe ich Twinkie, keine Sorge. Der geht's gut, da ist alles super prima. Und ja, das war's jetzt. Und ich freue mich total. Danke fürs Zuschauen. Einen Like da lassen. Ich knuddel euch alle. Und ich freue mich schon, die Sachen hier in Action zu sehen. Ich werde die dann hier gleich runterpacken. Und würde mich freuen, wenn ihr andere Videos auf meinem Kanal schaut. Und schreibt mal einen Kommentar, ob ihr auch bei Rodipet bestellt oder die Sachen nutzt. Und dann sagen wir einfach bis zum nächsten Video. Tschüss!